Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich mal wieder ein Unpacked-Video für euch. Ich habe nochmal was bei der Firma Stotz bestellt. Da habe ich eben tatsächlich nochmal was für Silvester bestellt, nochmal ein paar Zubehörsachen. Eine Beleuchtung habe ich bestellt und eben noch was für meine Anlage. Meine Zündanlage habe ich noch was dazu bestellt. Das packen wir gleich zusammen aus. Wie gewohnt müssen wir einmal die Kameraperspektive wechseln. Wir sehen uns sofort wieder. So, ich bin wieder mit meinem Cuttermesser bewaffnet. Mein Cutter darf natürlich mal wieder nicht fehlen. Der ist einfach wieder viel zu neugierig. Wir packen das gute Stück einmal aus. Ein relativ großer, großzügiger Karton. Aber eigentlich gar nicht mal so schwer. Wir haben, wie gewohnt, ganz viel hört gar nicht mehr auf. Wir haben ganz viel Luftpolsterfolie, so wie man es natürlich wieder kennt. Wie gesagt, ich habe schon mal im Video erwähnt, ich bin da ehrlich gesagt kein so ein Freund von, wenn man so ganz viel Luftpolsterfolie mit Plastikverschwendung hat. Lieber irgendwie mal zumindest, sorry mein Kater, lieber irgendwelches Karton. Aber lassen wir mal das Thema beiseite. So, das erste, relativ unspektakulär, das sind solche Clips, die werde ich verwenden zum Anzünden eben von meinem Feuerwerk für die Elektrozünder. Da wird aber ganz bald eben noch mein Video dazu folgen, wo ich das Ganze auspacke, benutze, anschließe. Also da werdet ihr noch genug sehen in Zukunft. Dann haben wir eine 19 LED Headlight Kopflampe. Die habe ich bestellt, wenn ich das ganze Feuerwerk dann eben bei Dunkelheit aufbauen werde wahrscheinlich, dass ich da ein bisschen Licht habe, da wo ich bin. Und das ist dann nämlich auch schon eigentlich der letzte Artikel, wo ich hier im Karton habe. Das ist dann der LED Akkufluter mit 20 Watt auf so einem kleinen Gestell, eben auch nochmal fürs Silvester Feuerwerk aufbauen, dass ich da eben genug Licht habe, dass ich da nicht im Dunkeln irgendwo stehe, sondern dass ich da einfach genug Licht habe und alles sehe und ordentlich aufbauen kann. Hier war das Ganze natürlich verpackt, das ist leer. Dann haben wir das, was wir schon kennen, den schönen Prospektkatalog von der Firma Stotz. Wie gesagt, hier kann man alles, was Feuerwerk, Zündanlagen und Zubehör angeht, kann man hier bestellen. Eben Zündanlagen selber, Anzündkabel, Anzündlützen, gerade alles Zubehör, Beleuchtung und so weiter und so fort. Also ich kann da wirklich sehr, sehr viel bestellen. Freundlicher Service, sehr, sehr schneller Versand, alles unkompliziert. Also kann ich nur wärmstens empfehlen. So, und zu guter Letzt habe ich eben hier noch eine Kiste dabei. Unspektakulär, da eben diese Kiste leer ist, aber diese wird eben zur Transportbox umfunktioniert, beziehungsweise ist als Transportbox für diesen LED-Fluter gedacht, dass ich den auch wirklich sicher irgendwo transportieren kann, eben gerade im Winter oder sowas, wenn es ein bisschen feucht draußen ist oder sowas, dass man den gut transportieren kann und sicher transportieren kann, vor allem, dass da nichts passiert. Wie gesagt, der Karton ist leider schon wieder leer. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt dran, habt Spaß, haut rein!